Der Renault Espace war in den 80er Jahren der Vorreiter der Van-Generation und für viele das Familienauto schlechthin. Rund 30 Jahre später hat sich der Espace grundlegend gewandelt. Die Neuauflage gleicht nun eher einer zu hoch geratenen Oberklasse-Limousine. Der neue Espace will nämlich mehr sein als nur ein einfacher Lastenesel. Die weit nach vorn gezogene Front, die flache Windschutzscheibe und die großen Räder lassen den extravaganten Franzosen stattlich erscheinen. Dazu tragen auch die vergleichsweise schmalen Fenster, die geringere Fahrzeughöhe und die großen Heckleuchten bei. Der Espace hat wieder einen eigenen Charakter und bietet eine besondere Alternative zum sonstigen Einheitslook der Vans und SUVs. Großes Auto, kleiner Motor. Nur 1,6 Liter Hubraum reichen dem Diesel in unserem Testwagen, um dank zweier Turbolader 160 PS und ein maximales Drehmoment von 380 Newtonmeter locker zu machen. Alternativ gibt es diesen 1,6er Diesel auch mit 130 PS oder es gibt auch einen Turbo-Benziner mit 200 PS. Die Federdämpferabstimmung ist insbesondere mit den adaptiven Dämpfern besonders komfortabel. Trotz 19 Zoll Felgen wogt der Espace selbst über schlechte Straßen. Die Geräuschkulisse im Innenraum überzeugt ebenso wie das butterweiche Automatikgetriebe, das sich lieber mal eine Gedenksekunde mehr Zeit nimmt, bevor es rufen würde. Auf dem ADAC-Testparcours zeigt der Espace bei plötzlichen Ausweichmanövern einen klaren Hang zum Untersteuern. Das ESP greift jedoch schnell und effektiv ein. Aus 100 km/h benötigt der große Franzose rund 35 Meter bis zum Stillstand. Ein sehr gutes Ergebnis. Angesichts seiner Größe und seines Gewichts von über 1,8 Tonnen liegt der Kraftstoffverbrauch des Espace noch im Rahmen. Auf unserem Eco-Test-Prüfstand haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 6 Liter Diesel auf 100 Kilometer gemessen. Die CO2-Bilanz 192 Gramm pro Kilometer. Weil aber das Abgasreinigungssystem für das große Auto unterdimensioniert ist, reicht es am Ende leider nur für 3 von 5 Sternen im Eco-Test. Auch wenn der Espace kein Raumwunder mehr ist, bietet er dennoch genügend Platz für bis zu 7 Personen. Die Rücksitze lassen sich mit einem Knopfdruck umlegen und schaffen ein Kofferraumvolumen zwischen 500 und 920 Litern. Dachhoch beladen sogar fast 1700 Liter. Die Mittelkonsole scheint neben dem Fahrer zu schweben und auch der große Monitor im Hochformat ist ein Hingucker. Von intuitiver Bedienung werden aber nur Informatiker sprechen. Die Sicht nach hinten ist aufgrund breiter C-Säulen recht eingeschränkt. Der Renault Espace wurde zu einem edlen Crossover entwickelt, der das Beste einer Reiselimousine und eines Vans verbinden will. Das Konzept beeindruckt. Ob sich damit allerdings die bisherigen Renault Espace-Kunden an die Marke binden lassen, das muss sich erst noch zeigen. Der Preis von über 40.000 Euro für unseren Testwagen jedenfalls ist happig.